Hello there, old sport. Hallo, Sportsfreund. Have you abducted them yet? Blue, blue, blue. How about now? Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu The Shifter Trace 2, Folge 3. Ich denke mal, wir waren ja beim Dienstag, wenn mich nichts täuscht. Genau, glaube ich. So, wir haben den Spring Freddy Suit an und diesmal werde ich kein Ende jagen für diesen Tag. Glaube ich, wird man sehen. Ich weiß noch nicht, was es für Enden gibt sonst noch. Genau, Dave, mein... Ich muss mich noch ganz herzlich bei euch allen bedanken für die Interaktion des letzten Videos. Holy shit, über 60 Aufrufe mittlerweile. Das ist utopisch, wirklich. Danke. So, und dann mal weiter. Ich denke, ich werde wieder zu einem Punkt schnippeln, wo wir zuletzt waren. Okay, also was können wir hier machen? Der Kuchen ausliefern hat uns ja Game Over gegeben. Performen. Ich glaube. Mal gucken oder nicht gucken. Ich werde mal im Abspeichern, nicht, dass wir schon wieder hier landen. Ich werde mal bei File 3 speichern. So. Performen. Nicht, dass wir jetzt wieder direkt sterben oder sowas. Wie willst du die Kinder entertainen? Ja, will ich das machen? Candies, Whoppers und Chips bewerben. Ja, warum nicht? Kommt zu Candies, Whoppers und Chips. Ah, Heimat des Whoppers. Es ist groovy. Upsi. Hi, Phony. Alles gut? Genau. Unsere Rivalen bewerben, während du ein unserer Kostüme trägst. Angestellter, du bist diesmal zu weit gegangen. Verräter, Verräter! Oh, wait. Verlasse diese geheiligten Hallen sofort, Judas. Whoppers bei Candy sind leckerer als je zuvor, 50% reduziert. Oh Gott, aua! Ach, scheiße! Okay. Wir haben ja noch einen früheren Speicherstand, ne? So, da sind wir im Safe Room. Jetzt kommt auch Dave wieder, ne? Und ich werde einfach mal seinen Vorschlag annehmen. Aber ich werde euch in Ruhe lassen damit. Bis zu einem gewissen Punkt. So, dann wähle ich mal aus. Warte, langsam. Unsterblichkeit? Yes, old sport. Ja, Spaßfreund. Unsterblichkeit. This old chain doesn't have much time left. Diese alte Kette hat nicht mehr viel Zeit. The constant string of murders, the evenings, can be over in the Midwest out competing for Freddy's. Die andauernde Kette an Morden, die Hiefungen, Candys drüben im mittleren Westen, welche Freddy's überbieten. Freddy's is one last incident away from being shut down forever. I say that it's time to destroy Freddy fast and it's... Freddy's ist nur noch ein Vorfall davon entfernt, geschlossen zu werden. Ich sage, es ist an der Zeit, Freddy Fazbender zu zerstören. No matter what. Egal was passiert, wir sind noch vertraglich verbunden. Wir können nicht gehen, Schwarzfreund. Warte, was hält mich davon ab, einfach zu gehen? You legally can't. The fuzz will get you yet. Of course, if there is no more Freddy's, we're free, old sport. Rein rechtlich kannst du es nicht. Die Fussel werden dich einholen. Natürlich, wenn es kein Freddy's mehr gibt, sind wir frei, Sportsfreund. We killed a bear. We don't have to destroy it. We merely have to slit its throat. Um den Bären zu töten, müssen wir ihn nicht zerstören. Wir müssen ihm nur die Kehle aufschlitzen. Was schlägst du vor, was wir tun sollten? Straight to the point. I like that. Direkt zum Punkt, das gefällt mir. Basically, I have the ultimate scheme in mind. I call it Orbition Man's Handy. And the three-step plan. Im Grunde habe ich den ultimativen Plan im Sinn. Ich nenne ihn den Drei-Schritte-Plan des Maschinenmanns. The plan is foolproof, but I need Blackie to help me pull off some of the dirty work. Der Plan ist idiotensicher, aber ich brauche einen Lakaien, um mir beim einigen der Dinge zu helfen.
Step one involves one of us luring five kids to the safe room using a fucking bear suit. Schritt 1 beinhaltet, dass einer von uns 5 Kinder in den Safe Room holt. That one of us is you. Derjenige bist du. So, what also, you say, old sport? Was sagst du, Sportsfreund? Bist du dabei? Natürlich, lass uns Spaß haben oder die Kinder erwürgen. Ja klar, warum nicht? Natürlich. Lass uns etwas Spaß haben. I knew I could count on you, old sport. Ich wusste, ich kann auf dich zählen, Sportsfreund. I'll help you get suited up. Ich helfe dir beim Anziehen. There. You look fantastic, old sport. Da, du siehst toll aus, Sportsfreund. Oh, danke, Babe. Go out there and start luring kiddies. Jetzt geh da raus und hol Kinder her. I'll follow you out. Ich folg dir raus. Oh, oh. Wo hab ich dazu eingeschlagen? Hallo, Kinder. Hallo, Spring Freddy. Da ist eine Party im... Hello there, old sport. Hallo, Sportsfreund. Have you abducted them yet? Hast du sie schon entführt? Nein, nein, habe ich nicht. Oder nein, ich war gerade wortwörtlich dabei, es zu tun. Das zweite klingt gut. Okay, okay, okay. I was just asking. Ich hab nur gefragt. Blue, blue, blue. How about now? Wie wär's mit jetzt? Bruder, du machst es schwerer, als es sein muss. Fine, fine. In Ordnung, ich versteh's. I'm really enjoying our time together, old sport. Ich hab echt Spaß dran, mit dir Zeit zu verbringen, Sportsfreund. Jo. Du bist der schlimmste Freund jemals, Dave. Jeez, fine. Ja, Gott, we'll just do it together. Wir machen's einfach zusammen. Follow us, kids. Fine, totally Kinder. Not a child murderer. Ich bin definitiv kein Kindsmörder. Ich habe hier bisher auch noch kein Kleinkind umgebracht. Bruder. Ob das gut geht? Anscheinend. Oh, scheiße, Kinder. Jetzt habt ihr es aber getan. Dave, du hast die Ehre. Sorry, kids. First rule of Freddy's in life in general. Don't trust adults who spend all day dressed in fucking animal costumes. Tut mir leid, Kinder. Die erste Regel bei Freddy's und im Leben im Allgemeinen. Vertraue auch keine Erwachsenen, die den ganzen Tag in einem verdammten Tierkostüm verbringen. Oh? Ich hab den Tag überstanden und es war kein Ende? Hui! ich fühle mich ganz schön schlecht, ehrlich gesagt. Gute Arbeit heute, Angestellter. Die große Neuöffnung war ein großer Erfolg. Da waren überall Kinder. Das war der beste Tag, den wir seit immer hatten, glaube ich. Es gibt nur eine kleine Sache, wegen der ich dich etwas fragen wollte. Ein paar Eltern hatten ein Problem, ihre Kinder zu finden, bevor wir abgeschlossen haben. Ich habe versucht, ihnen zu erklären, dass es vermutlich keinen Grund gibt, sich Sorgen zu machen und dass ihre Kinder wahrscheinlich nur ein bisschen weiter weggegangen sind. Aber, Angestellter, wenn du während der Arbeitszeit irgendwas Komisches gesehen hast, dann würdest du mir das erzählen, oder? Thanks for the help, old sport. Come see me in the safe room tomorrow. Stick with me, old sport. I'm gonna make you a star. Oh? Hast du gerade während des Meetings einen Anruf angenommen? Also Dave, der will uns dann morgen... Der hat uns gerade gedankt und wollen uns dann morgen sehen. Okay, ist vermerkt. Wer war das? Wer hat dich gerade angerufen? War das ein New Yorker Akzent?
Habe ich gehört, wie er dich Sportsfreund nannte? Das war Dave, oder? Du solltest dich nicht mit Dave zusammenpacken. Er ist ein schlechtes Ei. Kann ich jetzt gehen? Genau. Ja. Du kannst gehen, Angestellter. Wir sehen uns morgen. Heute war ein interessanter Tag. Du und Dave haben ein paar Kinder gekillt oder sowas. Er sagte, dass er dich morgen im Safe Room sehen will. Ich frage mich, was er vorhat. Wie dem auch sei. Was erledigt ist, ist erledigt. Du sagst Phony auf Wiedersehen und gehst. Zeit, nach Hause zu gehen. Huch. Oh. Okay. Hörst du das? Follow the noise? Ja. Es kommt aus der großen Geschenkbox. Ich frage mich, was drin ist. Hast du das gehört? Was war das? Schlechte Entscheidung. Richtig schlechte Entscheidung. Wir sehen uns später. Du wirst nicht zwischen uns und unserem glücklichsten Tag stehen. Oh, es ist Zeit zu gehen. Morgen ist ein weiterer Tag. Verteile Geschenke. Jo! Jeden Augenblick. Oh, da bin ich. Gebe Leben. Huch. Ups. Muss ich die... Nein, okay. Jetzt sag mir nicht, dass ich die in die Mülltonne packen muss. Muss ich die zur Pizza verarbeiten? Oder muss ich die jetzt in die Kostüme stecken? War das dann hier lang? Ja. Ah. Okay. Dann wäre das ja geklärt. Suchen wir die restlichen Kinder. Da ist noch eins. Hier oben jetzt auch noch lang. Müssen wir da auch noch was in die reinpacken? Fragen über Fragen. Naja, erstmal alle ausfindig machen, ne? So gut es geht. Ich schätze mal, hier ist weiterhin nichts und niemand. Gut, dann. Mal schauen. Hier ist doch die Arcade, oder? Noch weiter. Noch weiter, oder ich gehe jetzt mal hier rechts. Jo. Kann ich auch einen Balloon Boy reinstecken? Tatsache. Oh, was tue ich hier? Das wirkt herzlich ungesund. Ah, ich muss mich mal ganz kurz anders hinsetzen. Okay, in den Partyräumen ist kein Kind. Hier im Security Room aber. Moin. So, jetzt noch Bonnie und die Withered Animatronics. Okay. Mein ich jetzt. Ich bin natürlich, ne, mein Hirn ist sowas von Matsche. Ist schon immer. Oh. Huch. Okay. Kann man mal machen. Ach, Mängel gab's ja auch noch. So, und hier ist auch ein Kind. Packen wir das hier mal in Mängel rein erstmal. Oh, okay, es gibt nicht Kinder für alle. Speichern? Ja, bitte. Da ist einiges passiert. Ich mach das mal in Pfeil 4. Nee, komm, in Pfeil 3. Oder? Ja, komm.